Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 77. Heute wieder Thema C-Klasse. Und ich will euch lang nicht unseren ersten großen Fortschritt vorenthalten. Und zwar... Haha! Hab ich da was eingebaut? Den hast du hier wirklich eingebaut. Der C32 AMG Motor, auch genannt M112K, steht hier natürlich nicht, sondern Marco steht hier. M112M für ja. Marco. So, jetzt fragt euch, was ich in dem Video mache. Eigentlich gar nichts, nur Dönekes. Wieder ein Anfang, weil den Rest seht ihr, den wir heute wieder passiert. Natürlich alles vom Julian, der dieses Projekt natürlich vollständig begleitet. Und ich nur, der nichts tauge, nichts bin hier. Bis später. So, da sind wir wieder. Und zwar mit montierter Ölpumpe. Das ist jetzt die Ölpumpe aus dem 240er. Und ich musste jetzt eine neue Kette montieren aus dem 240er Motor. Eben das Antriebsrad unten auf der Kurbelwelle ist das gleiche. Nur eben hier der Durchmesser bzw. die Zähnezahl des 240er Ölpumpenrads war eben ist ein bisschen größer. Deswegen habe ich jetzt auch eine Kette vom 240er da rein montiert. Ja, und wie das halt so ist, ne? Das war eine offene Kette mit Kettenschloss. Sieht man ganz gut hier. Ja, und der Julian ist das so schön am Montieren und machen und tun. Und plötzlich macht es blub, blub. Ja, dann war hier dieser Verschluss, also dieses Glied, nenne ich es jetzt mal, in den Weiten des Motors verschwunden. Ja, und der Julian hat da mal ganz kurz einen kleinen Ausraster gehabt und dann ging es ihm aber auch schon wieder gut. Ich habe es tatsächlich gefunden. Ich habe mich ehrlich gesagt schon dabei gesehen, wie ich den ganzen Motor da vorne, den Stirndeckel wegrupf und dieses verdammte Ding suche. Aber der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint und letztendlich war er dann hier im Ventildeckel gelegen. Ja, das kam mir natürlich auch gelegen. Hat mich jetzt gute 1,5 Stunden gekostet, aber so ist es halt manchmal. Ne? Jetzt kann ich auf jeden Fall hier weitermachen bei der Ölwanne. Ihr kennt das ja, bei AMG ist das ja sehr oft üblich, dass der montierende Mechaniker auf seiner Plakette quasi unterschreibt, die dann auf dem Motor verbaut wird. Also es ist natürlich vorgraviert, das Ganze. Ja, und das scheint sich wohl ein bisschen durch die ganzen Bauteile hier zu ziehen. Hier auf der Kurbelwelle habe ich gesehen, hier sind auch verschiedene, hier ist ein A eingraviert, ein paar Zahlen. Also hier wird wohl so ziemlich alles irgendwie markiert, unterschrieben, eingraviert, wie auch immer. Das sieht man auch selten, ne? So, Ölwanne ist dran. Alles tipptopp, wunderbar. Passt wirklich absolut 1:1. Jede Bohrung perfekt genau wie die andere. Ja, ich muss noch eine kleine Abänderung machen hier am Kabelbaum. Und zwar bei dem AMG-Motor sitzt in der Ölwanne normalerweise hier der Ölniveausensor. Das habe ich euch ja vorher schon mal gezeigt. Das ist der Kollege hier, der sitzt normalerweise hier. Und dementsprechend ist auch eigentlich der Stecker hier. Ja. Von der 240er Ölwanne ist der Sensor jetzt aber hier vorne. Aber, was mein Glück war, der Stecker, Kabelfarben, Pinbelegung hat sich nicht geändert. Sprich, ich habe jetzt einfach das Kabel bis hier vor verlängert auf den Ölniveausensor. Ja, somit ist eigentlich der Motor bereits im Einbau. Fehlt eigentlich nichts mehr, außer ein paar Kleinigkeiten. Und zwar hier hinten noch für Kühlwasser. Ja, und hier vorne, da muss ich dann auch mal gucken. Auf jeden Fall, die können wir nicht übernehmen. Die haben ja hier Schnellverschluss und bei dem Kollegen hier drüben haben wir ja dann noch ganz klassisch mit Schlauchschellen. Ja, das muss ich dann aber gucken, wenn das Ganze im Fahrzeug drin ist. Was ich jetzt noch machen muss, ist ein paar Sachen überprüfen, kabelbaumtechnisch, bevor ich nämlich hier mir das Leben schwer mache und den Motor jetzt euphorisch da reinsetze und dann feststelle, vielleicht hätte ich doch noch das ein oder andere Kabel eventuell da hinten langlegen müssen oder so, werde ich da jetzt noch mal gucken, was da eventuell vielleicht noch gebraucht wird. Denn zum Beispiel, eine Sache weiß ich schon, diese Zusatzwasserpumpe, das hier ist die Pumpe für unser Ladeluftsystem, der ist ja wassergekühlt. Den muss ich dann noch hier abbauen und irgendwie darüber schaffen. Ja, und natürlich müssen wir da ja auch noch eine Stromversorgung irgendwie dahin legen. Deswegen werde ich mir das jetzt mal angucken, wie das genau verlegt ist, angeklemmt ist. Und das werde ich auf jeden Fall vorher machen, bevor dann hier der Motor wieder reinkommt. Ja, ich habe dann gestern noch den Motor wieder vom
Ständer geholt und mit dem Getriebe wieder verheiratet. Also ist somit mein Motorpaket eigentlich bereit zum Einbau. Ja, aber jetzt kommt das ganz große Aber. Ich muss da ja noch ein bisschen, ich habe ja schon mal angefangen, das Ganze mir anzugucken. Ich habe leider immer noch keine Schaltpläne, denn das ist das, was mich jetzt als nächstes eigentlich erwartet. Bevor ich das hier reinsetze, möchte ich, dass alle Kabel verlegt sind. Denn ihr wisst selber, wie das ist. Sobald da der Motor da drin ist und den Raum ausfüllt, kommst du so gut wie nirgends mehr hin. Oder wenn, dann nur noch schwer erreichbar. Das möchte ich mir gern ersparen. Deswegen geht es jetzt eigentlich hauptsächlich an die Elektronik. Da ich jetzt aber eben noch keine Schaltpläne habe, muss ich mich halt anderen Aufgaben widmen. Und da haben wir ja auch noch so ein kleines Problem. Das habe ich mir jetzt mal angeguckt in der Zwischenzeit. Wir haben ja hier ein wassergekühltes Ladeluftsystem für unseren Kompressor. Der sitzt bei dem AMG Original hier. Da unsere liebe C-Klasse hier, unsere 202, aber nie für sowas vorgesehen war, also auch nicht im AMG-Modell, der war nämlich noch ohne Aufladung, ja, gestaltet sich das als, ja, was heißt schwierig? Ich sag's mal so, im T-Modell war es wirklich erheblich einfacher, da musste sich ein bisschen was ausfallen und dann hat der da 1:1 reingepasst, als würde der schon immer da reinpassen. Ja, hier ist das leider nicht so einfach, das Ganze. Jetzt heißt's basteln. Meine Herausforderung ist, jetzt, ich habe ja ein gewisses Netzmaß, das ich ungefähr einhalten sollte, denn sonst bringt mir der ganze Spaß hier nichts. Ja, da diese ganze Konstruktion von der 202er C-Klasse aber komplett anders ist wie von der 203er C-Klasse, stehe ich jetzt eben hier vor gewissen Herausforderungen, um mir irgendwie diesen Platz zu schaffen. Denn ich habe die Stoßstange habe ich vorhin mal drauf gemacht und ich habe hier, ja, die fällt hier quasi nach unten hinweg, sprich, ich muss hier auf jeden Fall aus der Stoßstange schon mal diese Stege zur Versteifung, die müssen definitiv raus. Dann werde ich hier auf jeden Fall noch ein Stück rausnehmen müssen. Ja, unter anderem, gut, die Stoßstange ist jetzt eh nicht die schönste, also die sollte man auf jeden Fall, wenn das Ganze fertig ist, auf jeden Fall mal neu lackieren. Das heißt, das macht natürlich Sinn, das Ganze jetzt schon mal, ja, in Augenschein zu nehmen, was man da quasi alles wegnehmen muss oder umbauen muss, um das Ganze irgendwie da drunter zu bekommen. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen philosophiert. Wir haben hier noch einen anderen Wasserkühler gefunden in unserem Lager. Der kommt dem Ganzen einigermaßen näher. Nur was mich hier wieder stört, ist, dass die Abgänge seitlich nach hinten sind. Ich sag mal so, man könnte theoretisch das da drunter bringen. Das ist machbar. Ich müsste hier halt einfach diesen einen, dieses Blech, wo der eine Stoßstangenhalter dran ist, den müsste ich halt dann wegnehmen. Das wäre jetzt nicht weiter dramatisch, denn die Stoßstange ist links und rechts geführt. Unter anderem habe ich immer noch 3 Verschraubpunkte. Aber jetzt haben wir folgendes Problem. Vielleicht habt ihr das gerade schon gesehen. Meine Schläuche würden dann hier genau in der Abschleppöse enden. Das wäre auch machbar, dass man die hier wegnimmt und dann halt einfach hier anbringt. Das ist auch machbar, denn Stoßstange lässt sich hier auch ausklinken. Also machbar ist viel. Frage ist halt einfach immer nur, mit wie viel Zeit ist das Ganze verbunden, und vielleicht haben wir auch noch eine andere Alternative. Wir haben jetzt auch schon drüber nachgedacht, eventuell uns dann eben einen Kühler anfertigen zu lassen, wenn es ja nicht anders geht. Aber was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall erstmal die Stege hier rausnehmen und hier mal diesen unteren Teil an der Linie entlang rausnehmen, und dann werde ich die Stoßstange mal aufstecken und schauen einfach, wie viel Platz ich da noch zur Verfügung habe. Ja. Sehen wir gleich. Ja, so, alles rausgeschnitten, was ging. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal ordentlich Platz gewonnen. Nicht erschrecken, das sieht jetzt sehr, sehr grauenvoll aus. Aber wenn das mal geschliffen, gespachtelt und lackiert ist, dann sieht man davon gar nichts. Ja, also ich messe noch mal kurz nach. Wir haben hier ungefähr, ja, wenn man wirklich bis runter an die Kante geht, haben wir hier 15 cm. Von der Länge her haben wir gesagt 60. Und von der Tiefe her
Ja, da sind wir auch irgendwo bei 6 cm ungefähr, plus minus. Ja, damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Es wird zwar ein bisschen kleiner sein als hier der Originale, aber ja, damit müssen wir halt dann einfach leben. Was das unterm Strich dann uns an Leistung kostet, das sehen wir dann eigentlich später auf dem Prüfstand. Ja, aber da belasse ich es auf jeden Fall erstmal dabei. Das war jetzt nur mal ein erstes Ausprobieren, Herantasten. Was damit dann passiert ist oder welche Lösung wir uns damit einfallen lassen, das seht ihr dann auf jeden Fall erst dann in einem anderen Video. So, ich bin auch wieder mal im Video zu sehen zum Thema W202 AMG-Umbau. Wir sind auf dem Verwerterhof bei Klaassen und suchen nach Teile. Julia, magst du kurz aufklären, was du suchst? Wir müssen ja auf E-Lüfter umbauen, ja, weil unser Visco-Lüfter nicht mehr passt. Die C-Klasse hat es sowohl als auch gegeben, also mit Visco und mit E-Lüfter. So, den E-Lüfter selbst, den haben wir schon. Fehlt mir aber natürlich die Steuerung dazu. Die muss ich ja auch irgendwo in diesen Kabelbaum einbinden. Ne? Und dieses Kabel habe ich natürlich nicht. Jetzt habe ich mit Rafa da auch schon ein bisschen hin und her gesprochen. Der hat gesagt, ja, wir machen das immer selbst. Aber diese Arbeit würde ich mir so weit wie es geht irgendwie ersparen. Und möchte jetzt quasi den vorhandenen Kabelbaum 1:1 da rüberholen. Und der hat eine manuelle Lüftersteuerung, also dann, da sehe ich, die sind zwar abgezwickt hier, ne? Ja, aber ich habe das Gegenkabel hier schon gefunden. Das wurde wahrscheinlich einfach nur so, damit man da was anderes besser ausbauen kann. Siehst du, hier ist das Gegenkabel, das kann man reparieren, das ist kein Problem. Dann hier kommt das Lüftersteuergerät hin. Das habe ich auch schon. Sehr gut. Also zumindest bestellt. Das habe ich günstig geschossen. Ja, und jetzt brauche ich im Prinzip diesen Kabelbaum. Den greifst du dir gleich irgendwo den hier raus. Den hole ich mir bis hier hinten raus. Weil dann habe ich eine komplett und muss den später einfach nur rein und los geht's. Das sind natürlich auch Sachen, die immer aufhalten und natürlich jetzt extrem aufhalten. Deswegen haben wir mal in einem Werkstatt-Alltagsvideo gefragt, habt ihr vielleicht für uns Kabelbäume, wo wir mal prüfen können? Das Lustige ist, jetzt kamen wir gerade hier an, hier liegen ja, siehst du mehrere, oder seht ihr mehrere Kühlerpakete drin. Hier lag gerade auch schon ein Zusatzwasserkühler, ne? Ja, witzigerweise genau der gleiche wie vom AMG, hier ist er. Ne, vom AMG, der ist nicht so dick. Doch, ist genau der gleiche. Gleiche Halterung, gleiche Abgänge, 211 ist das. Aber der kann ja nicht hier vorgesessen haben, ne? Weil der hat das gleiche wie bei das bei unserem. Wir werden das bei unserem hier wahrscheinlich wegschneiden müssen, ne? Um da ein bisschen Platz zu schaffen. Das könnte gut sein, ja. Oder auch, wie gesagt, bis dahin, wo ihr das Video schaut, haben wir vielleicht schon ein Kühlerpaket bekommen. Oder haben wir wahrscheinlich schon uns einen Kühler bauen lassen, weil auch danach haben wir gefragt im Werkstattalltag. Mann, was habe ich das früher geliebt, auf Verwerterhöfen rumzulaufen. Heutzutage sieht das hier richtig geordnet aus. Aber man sieht halt die Autos, die wir so brauchen, sieht man hier gar nicht. Also hier sehen wir halt nur, wie ihr seht, ja, also für mich sind das aktuelle Autos. Na gut, so eine 210er E-Klasse ist jetzt nicht vielleicht aktuell, aber da hinten das Peugeot Cabrio, das ist doch frisches Teil, das rote da oben, oder nicht? Ziemlich, ja. So, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Platz hier und dann gucken wir mal, was wir da ausbauen. So, wir sind einen Schritt weiter. Kabelbaum, das ist der hier, ne? Und der Typ ist echt cool, hat gesagt, komm, weißt du was, das Ding geht eh die Tage weg. Das heißt, wir können uns den Sicherungskasten einfach ganz radikal rauskneifen, weil der Julia wollte jetzt rüber bis zum anderen Sicherungskasten alles in Ordnung ausbauen, ne? Mhm. Aber mal eben ist das hier nicht, ne? Nee, mal eben ist das leider nicht. Und man merkt, wir haben ganz trockene 30 Grad hier. Guck mal, hier ist der Julian schitzt. Ach, das waren noch Zeiten auf Verwerterplätzen. Ich bin mal noch begeistert. Guck, da liegt eine rostfreie Heckklappe. Hm. So, zurück vom Autoverwerter. Ich bin definitiv durch. Aber wir haben alles bekommen. Hier liegt's. Kabelbaum, ja, mit eigentlich mehr Kabeln, als wir brauchen. Aber worum es hier geht, ist das hier und das hier und überhaupt den ganzen Rest hier. Das muss ich jetzt einfach ausklinken. Ich wollte die Lüftersteuerung. Das ist einmal hier, kommt das Relais hin, wo die ganze Steuerung drin sitzt. Das habe ich auch schon bestellt. Das war leider hier nicht mehr dran. So, das hier geht dann direkt zu unserem Lüfter. Das war in dem Fall hier schon abgekniffen, aber das ist ja kein Problem. Das können wir wieder verbinden. Dann ist das wieder wie neu. Ja, das Ganze eben hat mir Rafa auch schon gesagt, oh, das ist alles in dem Hauptkabelbaum drin, das gibt es nicht einzeln, das haben wir selber gebaut. Ja, kann man machen, aber ihr wisst ja, ich habe das immer gern so, dass es so aussieht, als wäre da nie was gewesen. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Hier habe ich auch schon alle meine Stecker.
die ich brauche, weil sonst hätte ich wieder meinen ganzen Steckern hinterher rennen müssen. Das wäre das eine gewesen. Und das andere, hier ist die Sicherung, kann ich dann hier in meinen Sicherungskasten einklinken und irgendwo irgendein Kabel von diesem, ich weiß noch nicht welches, ist dann die Ansteuerung für den ganzen Spaß hier. Ja, somit gibt es dann eine saubere Sache, eine hoffentlich einfachere Sache für mich. Und ja, ich habe einfach mal alles mitgenommen, ich habe den ganzen Sicherungskasten, alles hier, weil wer weiß, wie das dann alles da überhaupt drin ist. Da muss ich da mal gucken, wie das dann im Schaltplan vermerkt ist. Das klebt einfach nur alles. Ja, jetzt werde ich den ganzen Kabelbaum aufriemeln, werde mir die Kabel da rausklauen, werde das alles wieder schön neu wickeln und dann hier schön sauber verlegen in meinen Kabel, in meinem Sicherungskasten heißt, genau, hier einklinken und hier rüber dann zu meinem Steuergerät verfrachten. Übrigens, ich habe noch ein schönes kleines Goodie gefunden. Und zwar, das, was wir hier vor Ort hatten, war ein Diesel beim Autoverwerter. Und der hatte scheinbar schon die neuere Generation Steuergerät oder wie auch immer. Und zwar hat das genau gleich ausgesehen wie hier unser AMG-Steuergerät. Das ist schon das AMG-Steuergerät. Da habe ich mir so lustige Halterchen gebaut. Hat zwar auch funktioniert, sieht man jetzt eigentlich nicht groß, außer diese zwei Platten. Hätte ich mir aber sparen können, denn da der Diesel schon die gleiche Form an Steuergerät hat. Moment, ich hole mal schnell zum Vergleich das alte, wenn ich denn das jetzt finde. Ach da, ja. So, das ist das alte vom 240 und das ist das neue. Wie ihr seht, das ist erheblich kleiner, hat hier aber schon diesen wunderschönen Korb der Diesel. Das heißt, ich kann den hier 1:1 daran stecken und somit hat das auch eine wunderschöne, super schöne Unterbringung. Also als ob da nie was gewesen wäre. Boah, ihr seht, ich bin völlig, ich habe keinen Sonnenstich, keine Sorge, aber es war nur echt warm. Und ich glaube, bis auf die Unterhose ist auch wirklich alles durch. Das muss ich euch jetzt wirklich mal schnell zeigen. Das feiere ich hier nämlich gerade richtig hart. Ich weiß, es ist nur eine Kleinigkeit und jeder andere denkt sich jetzt wahrscheinlich, was hat er denn? Ist denn der bescheuert? Aber ich habe ja gerade den Halter gezeigt und guckt euch das mal an, wie das da passt. Das 1:1, als wäre das schon immer so da drin. Das finde ich richtig pornogeil, echt. Das sind so die kleinen Feinheiten, die ich echt total feiere eigentlich immer. Wo ich persönlich immer, wie soll ich sagen, einfach die, ich will jetzt nicht überheblich klingen, aber so die Qualität am Umbau dann einfach sehe. Denn sehr oft ist es wirklich so, dass man, wenn man so Sonderumbauten, und da muss ich leider muss ich auch sagen, diverse Sportwagenhersteller, denkt man immer außen hui und unten drunter, sobald man da mal ein bisschen die Verkleidung wegnimmt, dann denkt man sich so, ach du Scheiße. Ja, und deswegen ist mir das halt einfach wichtig. Ich habe mir immer geschworen, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Das ist jetzt eben das Schöne hier. Sobald du hier den Deckel abnimmst, würdest du niemals auf die Idee kommen, dass dieses Steuergerät nicht das Originalsteuergerät ist. Und ja, ich finde es geil. Und genauso soll natürlich auch wieder der ganze Rest des Umbaus stattfinden. Und ja, deswegen mache ich mir die Mühe. Klar, ist viel Aufwand und man kann das auch in Relation sehen zum Preis, nenne ich es jetzt mal, also ne, die Zeit, aber ich sag mal so, ich habe das große Glück, dass ich diese Freiheit habe und dementsprechend nutze ich die natürlich auch voll aus. Ja, da ist auch schon drin der Kabelbaum. Ich habe den jetzt eben, wie bereits erwähnt, aus dem, wie soll ich sagen, Spenderfahrzeugkabelbaum extrahiert und dann neu gewickelt und hier schön sauber verlegt. Also hier haben wir den Lüfter selbst, den Stecker. Der geht dann hierher. Hier ist dann das Lüftersteuergerät oder auch Relaiskasten. Der sitzt dann später draußen hier im Radkasten. Den ist jetzt aber leider noch nicht da. Ja, und dann geht das Ganze hier hoch. Geht hier hoch, geht hier lang, holt sich hier seine Masse am Massepunkt, geht hier weiter, geht hier runter, macht hier eine kleine Kurve, holt sich hier an diesem Verteilerblock seinen Strom. Ja, hier sieht man es jetzt leider schlecht. Geht dann hier in den Sicherungskasten rein mit der originalen Sicherung. Das ist diese 60 Ampere Sicherung, die große. Hier geht's rein. Ja, das ist die Stromversorgung, die Hauptversorgung. Und dann haben wir noch hier, wo ist es denn? Diese zwei kleinen Käbelchen. Das müsste einmal, wenn ich es richtig im Kopf habe, einmal ein 15 Zündungsplus sein. Und das andere müsste die Signalleitung sein, wie schnell oder ob sich dieser Lüfter denn drehen soll. Der geht dann hier hinten weiter. Ja, ich habe es noch nicht komplett verlegt. Da hier
Diese Käbelchen gehen dann rüber zum Steuergerät. Und das habe ich mir mal erhalten in dem Stecker, um später es ein bisschen einfacher zu haben mit der Pinbelegung. Ja, wie gesagt, das eine, das hier müsste Zündungsplus sein, also 15. Und das hier müsste dann die Signalleitung sein, was in dem Fall pulsweiten moduliert ist. Ja, das wäre das Thema Lüftersteuerung. Ist komplett verbaut. Und ja, im Endeffekt, man sieht eigentlich gar nicht, dass es verbaut ist, beziehungsweise, dass es nicht original ist. Und das finde ich schon wieder richtig geil. Ja, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen muss, ist, hier sitzt später dann mal unsere Sekundärluftpumpe. Da komme ich auch gleich mal dazu. Die muss ich hier auf jeden Fall noch einbauen. Die sitzt bei der C-Klasse auch hier, also bei der 203er C-Klasse. Und dann haben wir später hier unten, da ist jetzt natürlich die Stoßstange drunter, hier in dieser Region, ja, hier ungefähr, sitzt dann die Zusatzwasserpumpe für die Ladeluftkühlung. Da brauche ich natürlich auch noch Kabel, die mir das Ganze mit Strom versorgen. Ja, das wird jetzt eigentlich im Prinzip meine nächste Aufgabe sein. Das werde ich jetzt, hier sieht's aus, aus der 203er C-Klasse hier mir rausfriemeln, den Kabelbaum, und dann versuchen hier irgendwie in das Fahrzeug hier einzubinden. Ja, noch ganz schnell zur Sekundärluftpumpe. Als ich die ausgebaut habe, ist mir da ein bisschen was aufgefallen, und zwar das auf, wo ist er, aus diesem Austritts, beziehungsweise, ja doch, ist ja der Austritt, wo die Luft dann später rauskommt, kam da ziemlich viel Rost, und zwar nicht nur das kleine Häufchen hier, sondern, wo ist es denn, ja, auch das da hier, und da habe ich mir gedacht, das heißt nichts Gutes. Ja, dann habe ich die mal aufgemacht und hab gesehen, dass hier der Motor sowas von festgerostet ist. Also das hat definitiv schon jahrelang nicht mehr funktioniert. Aber wir wollen ja unsere grüne Plakette mit Euro 4 da drin haben. Und deswegen müssen wir das natürlich wieder einbauen und wieder funktionsfähig machen. Ja, jetzt habe ich hier auch schon eine neue Pumpe bestellt. Die sind auch sündhaft teuer geworden, diese Pumpen. Kostet mehrere hundert Euro. Der Spaß. Aber brauchen wir halt. Was wollen wir machen? Ja, so sieht das Ganze dann in neu aus. Und das sitzt dann später, ich kann es mal ungefähr hinhalten, irgendwo in diesem Bereich. Ja, vielleicht jetzt. Wahrscheinlich so rum. Ja, genau. Das noch zum Thema Sekundärluftpumpe. Thema Mercedes Kabelbaumumbau, also Teil 2. So, ich schaue den Leuten jetzt hier mal über die Schulter, weil die sind wirklich voll in ihrem Element. Ich habe gefragt, habt ihr mal die Kamera gezeigt, was ihr hier gerade macht? Wen kann ich ansprechen? Patrick, bist du ansprechbar? Ich bin ansprechbar. Was macht ihr jetzt gerade? Wir versuchen gerade, das neue Steuergerät in den alten Kabelbaum einzupinnen. Also ihr verheiratet jetzt zwei verschiedene Kabelbäume. Einmal den aus dem C32 AMG und gleichzeitig den von dem W202. Ja. Der Kabelbaum, was da liegt mit diesen ganzen grünen Litzen, ist vom? Das ist der vom AMG, also vom C32. Und was das geht an das Steuergerät, die Stecker? Die Stecker sind am Steuergerät und auf der Relaisplatte, die da daneben steht. Und jetzt geht es darum, dass wir die neuen, also die Stecker vom AMG an den alten Kabelbaum pinnen müssen. Und zwar mit den richtigen Kabeln, sodass das neue Steuergerät weiß, was das Auto will, und umgekehrt. Hoffeier. Also die Herausforderung zu einem S123 Projekt ist hier überhaupt gar nicht. Weil das Problem, was du hier hast, ist beim W123 hast du bei null anfangen können. Du hast was Leeres gehabt. Und hier hast du schon was da, was ja später weiterhin funktionieren soll. Verstehst du? Und das ist genau diese Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Ja, wir sind ja beim Thema ABS-System. Genau. Zusatz Lufteinblasung dafür, die Euronorm, genau. Dann die Wasserladeluftkühlung für den Kompressor, die Klimaanlage an sich, der Motor Kennbus OBD-fähig. Und Automatikgetriebe diesmal ja auch noch. Stimmt, und das wird ja schon elektronisch geregelt. Eben, und das muss ja alles später noch irgendwie funktionieren, ohne dass da Weihnachten im Kombi-Instrument stattfindet. Und unser Ziel ist es natürlich, das Ganze auch hoffentlich weiterhin diagnosefähig zu haben. Ihr seid aber da guter Dinge? Aktuell noch. Es ist zwar viel Denksport, muss man wirklich sagen. Also wer hier nicht fit ist, sage ich dir,
die Kiste, die wird nie mehr laufen. Also auch hinter der Kamera jetzt, das habe ich damals schon bei meinen Audis nicht verstanden. Kabelbaum damals umbauen, zum Beispiel bei meinem Audi 80 oder beim Cabriolet. Ich bin froh, dass ich wusste, wie ein Relais angeschlossen wird für die Lüftersteuerung, aber da habe ich mir auch helfen lassen. Und wenn ich das hier sehe, ich schwenke jetzt mal einfach hier in den Sicherungskasten rein. Das Gute ist, wo wir beim Verwerter waren, haben wir ja so eine Halterung mitgenommen von dem Dieselsteuergerät. Ne? Die passt da rein, als ob das dafür vorgefertigt ist. Ja. Das bedeutet, dass das Steuergerät von dem Dieselmotor ja baugleich ist mit dem Steuergerät von dem, den ihr da seht, W203, vom Gehäuse her. Von der Innereien her nicht. Ihr habt den Kabelbaum aus dem 203er ausgebaut. Hast du das ein bisschen was gezeigt? Nee, das habe ich nicht gezeigt. Ist kein Problem. Ich sag ja, ich unterstütze die Jungs jetzt hier mal, weil die sind so im Thema. Ihr habt das ja bereits beim Verwerter gesehen, wo die Kabelbäume hier hinten übrigens überall langlaufen. Da sitzt ja die Batterie. Oh je, das war aber Blumenkohl. Jetzt sieht man übrigens mal, dass der rot war, ne? Also viele haben ja gesagt, nee, der war doch die ganze Zeit schon schwarz. Doch, der war mal rot. Aber ich sag euch nochmal meinen übelsten Respekt an die Jungs in der Werkstatt, was die dafür alles hier zerlegen mussten. Ihr seht, ihr müsst ja am Sicherungskasten die ganzen Kabelbaum erstmal ausbauen. Das ist schon heftig. Also da bin ich echt gespannt, ob dieses Projekt nicht scheitert. Was ist hier? Das ist Kabelreste? Vom Diesel. Ach, das ist das, was wir beim Verwerter geholt haben. Und ihr schreibt euch jetzt zum Beispiel auf, ich gucke dir mal auch hier über die Schulter. Das ist die Pin-Belegung vom alten Steuergerät. Also wenn das nachher alles funktioniert, dann läuft... Also, wenn ich dir nächst sage, wir bauen nochmal einen 123er um auf Kompressormotor, rufen wir alle hier. Und das hier ist auf jeden Fall eine starke Nummer härter, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat und dann die Feinheiten rausgekitzelt hat, ist das nachher kein Problem mehr. Das ist ja das. Eben. Wir schreiben uns ja alles auf. Wir schreiben uns ja wirklich auf, welches Kabel wohin. Weil wenn irgendwo ein Problem ist in Zukunft oder sonstiges, hast du sonst nie die Möglichkeit mehr, irgendwas zu finden. Genau, das findest du sonst nie mehr raus. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein heftiges Projekt. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund gerade die Geräusche gehört habt. Da ist der Glascontainer geleert worden. Nicht, dass das zerbricht, das Projekt. Aber ihr seid da guter Dinge. Aber das Hauptproblem ist definitiv aktuell, die Elektronik so hinzubekommen, dass auch im Auto hier die Automatik nachher funktioniert, die Klimatronik läuft in dem Cockpit. Also wir wollen ja die Tachoeinheit von diesem Auto beibehalten. Wisst ihr, wie so ein Holzkopf, wie ich mir das vorgestellt habe? Man nimmt den Kabelbaum raus vom Motor, steckt den, so wie es bei meinem Audi Cabrio oder auch beim 1.8T ist, bei diesen alten Autos, steckst den an Plus und Minus, machst drei Plusleitungen, eine 15, eine geschaltete, bis fertig und das gleiche auch mit der Klimaanlage. Aber hier läuft auch viel über Kennbus und sowas. Ne? Das ist genau die Herausforderung. Ja. Und wir wissen ja noch nicht mal, ob diese Signale von dem alten und von dem neuen Steuergerät, sag ich mal, zum Beispiel jetzt mit dem Getriebe und so, ob diese überhaupt grün sind. Das wissen wir noch nicht mal. Das sehen wir erst, wenn die Kiste läuft. Ich mache mir da keine Gedanken. Wenn alle Stricke reißen sollten, müssen wir, ja, Fallprogrammierer, Steuergerät ist eigentlich kein, ja, wäre eine Option. Müsstest du tun, ja, theoretisch. So, da sind wir wieder. Es ist mittlerweile eine Woche vergangen, glaube ich. Wir waren geistig, wie soll ich sagen, abwesend will ich nicht sagen, denn wir waren geistig genau da drin. Also kann man sagen, wir haben es unterschätzt? Nein. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Wir sind ja auch wirklich, wir sind vorgewarnt worden von Rafa. Der hat gesagt, Leute, das ist eine ganz andere Hausnummer wie bei dem 123er. Stellt euch schon mal darauf ein. Und ich muss ihm absolut recht geben. Ich persönlich, für mich, ich habe sowas noch nie gemacht. Noch nie. Und deswegen habe ich mir natürlich den Patrick auch dann irgendwann mal dazu geholt und habe gesagt, lieber Patrick, du bist der Elektrix, könntest du mir da eventuell ein bisschen unter die Arme greifen? Bei einem 123er ist es eigentlich ein bisschen, was da einfacher war, ist, du hast nichts gehabt, sage ich jetzt mal. Du hast bei null angefangen, was aufzubauen. Und hier verheiratest du quasi zwei oder unterschiedliche Baujahre mit unterschiedlichem Stand der Technik soll irgendwann mal zusammen funktionieren und kommunizieren. Wir haben hier ja schon teilweise oder größtenteils eigentlich CAN-Bus-Einbindung. Du hast, also wenn ich reingrätschen darf, du hast vier CAN-Bus-Stationen. Das ist einmal Kombi-Instrument, ABS-Block, also hier mit ABS-Steuergerät, Steuergerät, Getriebesteuergerät. Genau. Richtig. Die verheiratest du von zwei verschiedenen Generationen. Richtig, genau. Und
drei analoge Blöcke, also so Relaisblöcke, die in dem Fahrzeug sitzen, werden jetzt auf zwei aufgeteilt. Genau. Der CAN-Bus ist quasi unser Spielfeld und der Fußballtrainer muss jetzt quasi versuchen, Spieler aus verschiedenen Ländern, die verschiedene Sprachen sprechen, alles irgendwie zu einer Mannschaft quasi zusammenzuführen. So könnt ihr euch das bildlich ein bisschen vorstellen. Und das ist jetzt eben diese ganz, ganz große Herausforderung, die wir hier gerade haben. Und da muss ich wirklich sagen, mein ganz, ganz fetten Respekt an dem, was Rafa macht. Denn wir stehen mit Rafa in Kontakt parallel. Ohne den wären wir hier vollkommen aufgeschmissen. Sind wir ganz ehrlich. Ja, genauso nochmal ein ganz großes Dankeschön an den Chris, der uns da auch eigentlich in der Startphase gut unterstützt hat. Der hat uns die ersten Schaltpläne mal zukommen lassen, damit wir hier überhaupt mal anfangen können. Ja, wir haben uns aber dann trotzdem mehr an den Rafa orientiert, einfach aufgrund der Nähe. Das ist für uns erheblich einfacher. So, da sind wir wieder. Also, Verkabelung nahezu fertig, auch wenn es nicht so aussieht. Ich habe hier noch zwei Käbelchen, die ich erst später verlegen kann, denn ich weiß noch nicht, wo die irgendwann mal final sitzt. Klar, sie soll irgendwo in diesem Bereich sein, aber wo genau, weiß ich noch nicht. Und bevor ich mein Kabel dann zu kurz anklemme und mit dem Stecker nicht hinkomme, warte ich da lieber noch. Unter anderem haben wir noch die Sekundärluftpumpe. Okay, das ist die alte, die ist ja Fratze, das habe ich euch gezeigt. Da haben wir ja schon eine neue. Aber die soll auch später mal irgendwo, die soll irgendwann mal hier in dieser Region sitzen. So, da ich aber noch nicht weiß, wie ich da mit meinem Platz, mit meinen Schläuchen und dem Ganzen hinkommen, baue ich jetzt zuerst den Motor rein und guck dann quasi, was übrig bleibt. Ich habe noch ein paar Schläuchchen hier schon umgeschraubt. Das zum Beispiel ist auch aus dem 240er Motor. Das hier ist teilweise noch vom AMG, da kommt dann später ein Stück vom 240er Motor ran. Den muss ich dann noch wechseln, denn hier haben wir noch den Schnellverschluss drauf. Ja, also das kann ich aber alles erst angucken, wenn es dann soweit ist. Also wenn der Motor mal da drin ist. Was ich noch gemacht habe, vielleicht auch nochmal ganz interessant. Das sind natürlich auch Sachen, an die man denken muss. Das ist ja unser Kabelbaum vom AMG. Und unser Krümmer, wenn ihr euch noch erinnert, der ging ja vorher hier runter. Unser jetziger Krümmer geht aber hier um den Kopf rum, geht ein bisschen dahinter und geht dann erst runter. So, jetzt haben wir aber ja trotzdem noch den Kabelbaum von unserem AMG-Motor nach wie vor da dran. Also das ist ja der originale Kabelbaum. Ja, dadurch, dass der jetzt hier hinten an diesem Halter entlang läuft, ist unser Kabel hier natürlich direkt, ihr seht selber, am Krümmer entlang. Und dass hier sehr heiß wird, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen. Das wisst ihr selbst auch. Deswegen habe ich hier ein paar Vorkehrungen getroffen. Einmal hier zum Hitzeisolation und dann hier nochmal ein Wickelband um den Krümmer hier rum. Beides ein bisschen abzuschirmen und damit mir meine Kabel da drin hier nicht nach dem zweiten, dritten Mal Gas geben, zusammenschmilzen und wir dann keine Lambda-Regelung mehr haben oder sonstiges, denn da sind die Kabel eben für die Lambda-Sonde drin. Ja, ich würde sagen, ich stelle euch jetzt wieder auf den Ständer und dann hauen wir das Ganze wieder im Zeitraffer durch, wie der Motor wieder da reinwandert. So, erster Erfolg. Sieht das nicht sexy aus? Passt wie Arsch auf einmal da rein. Richtig geil. Oder Patrick, komm, sei ehrlich. Ja. Das ist geil, ne? Absolut fett. Ja, schöne Motor, ey. Mega. Mega, mega, mega. Gut, okay, warum hätte es auch nicht passen sollen? Sind wir mal ehrlich, ne? Ich meine, es ist der gleiche Block, der gleiche Aufbau. Aber cool. Also wirklich super, super geil. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir das Ding auch mal an, ne? So, die ganze Einheit ist jetzt mal grob drin und einigermaßen angeschlossen, sage ich jetzt mal. Ja, doch, einigermaßen. kommt gut voran, muss ich sagen. Die Sachen passen wirklich sehr, sehr gut aneinander. Das Einzige, was jetzt zum Beispiel hier, ich fange mal am Getriebe an. Hier fehlt jetzt noch die Schaltstange hier von unserem Hebel auf. Wo ist er denn? Ach da, hier, diesen Hebel. Ansonsten ist das Getriebe komplett verschraubt. Auch
Wandler und alles ist safe. Der Getriebestecker ist schon drin. Die Leitungen sind schon dran bis vor. Ja, hier, das ist alles später unsere ganze Lambda-Sondengeschichte. Aber da haben wir wunderbar Platz. Das stört überhaupt nicht. Anlasserkabel ist schon wieder dran. Hier natürlich auch der Rück-, ich weiß jetzt nicht, ob was der Rück- oder Vorlauf ist. Eins von beiden. Auf jeden Fall auch Getriebekühlung. Auch bis vorn fest. Masseband ist dran, Klimakompressor ist soweit alles dran. Ja, also so sieht es aktuell von unten aus. Sieht ja eigentlich nahezu unverändert aus. Und das ist das, was mir schon wieder persönlich echt sehr gut gefällt, muss ich sagen. Auspuff habe ich ja bereits erwähnt. Da müssen wir hier, das ist ja unsere alte Auspuffanlage, die wir auch weiterhin fahren werden. Hier müssen wir hier irgendwo, entweder vielleicht da, hier bietet sich's zum Beispiel schon relativ gut an, oder dann hier, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall müssen wir diese Nachkatsonden hier aus den anderen Katalysatoren, wo sind sie denn? Ah, genau hier. Die müssen wir auf jeden Fall dann noch für unsere Abgasnorm einbauen. Ja, so sieht das Ganze jetzt mal von unten aus. So sieht das Ganze von oben aktuell aus. Hier habe ich auch schon das ein oder andere wieder angeschlossen. Benzinversorgung, dann hier Aktivkohlebehälter, dann haben wir hier Klimaleitung. Hier habe ich auch schon die erste Servoleitung dran. Kühlerschläuche sind soweit schon dran. Also es ist schon ordentlich was passiert. Alles andere hier vorne ist jetzt noch offen. Da muss ich jetzt, wie gesagt, anfangen zu konstruieren und zu schauen. Denn eben hier unsere wunderschöne Sekundärluftpumpe muss dann irgendwann mal irgendwo hier ran noch, hier wo Platz ist. Dann haben wir die hier noch. Die kommt irgendwo hier unten ja rein, das habe ich euch ja auch schon gezeigt. Und die dementsprechenden Kabel noch dazu. Da brauchen wir dann auch noch eine Relaisbox, die haben wir auch schon bestellt. Ja, soweit. Es läuft, muss ich sagen. Ich bin erstaunt, jetzt flutscht es auf einmal wieder. Thema Elektrik, ihr habt es gesehen, das ist eigentlich die größte Herausforderung. Das ist nicht mal eben. Habt auch mal gesehen, dass auch ich nicht, wie sagt man bei mir zu Hause so schön, die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe und halt auch da mal die ein oder andere Unterstützung für die ganze Sache hier brauche. Ne? Ja, was ich mir alles für schöne Raffinessen hier ausdenken werde, das seht ihr in einem neuen Video hier aus der Halle 77. Und bis dahin sage ich ciao, macht's gut.